Vlog-Time heute. Wir haben da die Jungs aus Berlin. Berlin, Alter. MTM-Gym. Max, MT Malte, den kennt ihr ja auch schon. Und hier, DC. Hat nichts mit DC Comics zu tun. Wobei, Doctor of Chiropractic. Ich bin nicht sicher, ob er ein böser oder ein guter ist. Ein Chiropraktiker oder wie auch immer man das nennt. Wie, sag mal deine Fachbezeichnung. Ja, ich sag's immer falsch. In Amerika Doctor of Chiropractic, Master of Science in Chiropractic. So. Ja, der Knochenbieger. Okay. Ja, dann haben wir hier Malte und Max, wie gesagt, Personal Training, Strength Coach, Professional, das würde ich mal sagen, oder? Perfekt formuliert. Hier ist MPN drauf raus. So, einen habe ich gestern auch bekommen. Ja, da muss ich mal anziehen. Und wir bereiten vor, Functional Anatomy. Hier kann man nochmal alle sehen. Wir bereiten jetzt nochmal die letzten Züge vor fürs Seminar. Wir sprechen jetzt den Ablauf durch. Das wird ein genialer Tag. Wir haben eine geile Crew am Start, mit dem Sendka, mit dem Malte, mit dem Dommer und mit mir selbst natürlich. Das wird genial, ich freue mich. Maximal. Was ist denn da? Das ist eine Acai Bowl vom Juicery The Store. Zeig mal, wo ist das Logo? Okay. Das ist Logo hier drauf, ich muss runter. Ja, erzähl mal was zur Acai-Beere. Warum ist denn die so besonders? Die ist super besonders, weil super viel Bananen drin sind. Ja. Weil es deine Special Bowl ist. Ja. Aber super gutes Frühstück. Schmeckt auch einfach, das ist geil. Ja, das ist das Rezept. Im Endeffekt ist diese Bowl und diese Jungs haben dazu geführt, dass es den Laden gibt in Tübingen. So, sieht man euch, Männer? Jetzt geht's los. Gleich Seminar. Startet um 1400. Wir müssen aber noch Essen holen, weil die Mannschaft der Avengers maximal hungrig, oder? Wir brauchen den maximalen Fuel. Ja, jetzt geht's los. Das lernt man ja auch am Seminar, wie es abgeht. Genau. Wie man richtig isst. So, wir entern jetzt die Dynastie. Die Dynastie. Neue Dynastie, mega Laden. Bowls und so weiter. Salate. Oh fuck, wir haben ein Problem. Was machen wir jetzt? Avengers in Gefahr. Ja, Avengers gehen einfach durch. Ja. Der Daniel macht schon einen Test. Schön aufgebaut. Dr. Harald Eberhardt, Spezialist für biologische Zahnmedizin, Keramikimplantate aus Mannheim eingereist. Ja. Yeah. Und? So, Roman. Du bist doch kein Spezialist. Ich bin noch kein Spezialist. Aber kommt noch. Aber demnächst. Alles biologische Zahnärzte hier. Alles Oberspezies. Alles Oberspezies. Das wird genial. Freut ihr euch alle aufs Seminar? Ja. Heute geht es darum, dass ihr so viel möglich über euren Körper selber lernt eigentlich. Jetzt Fotos oder Video? Nee, Foto. Okay. Nee, Video. Also, dann fangen wir an. Es ist auch super cool, dass ihr alle gekommen seid, heute zum Functional Anatomy Seminar. Immer auf der Suche nach Verbesserung. Eigentlich geht es immer darum, wie kann ich irgendwas verbessern. Und bevor ich jetzt hier noch ewig viel erzähle, dürfen die sich einfach selber vorstellen. Und zwar hier. Max Bardel, MTM Gym. Wie der Dommer gerade schon eingeleitet hat, ich bin Max. Ich bin einer der Gründer vom MTM Personal Training Gym in Berlin. Das ist mittlerweile, glaube ich, sogar das größte Personal Training Gym in ganz Berlin ist. Und ja, Dommer hat das sehr schön erklärt, dass man natürlich immer auf der Suche ist, was kann man verbessern, was kann man noch optimieren. Und weil wir halt an ihm festgestellt haben, was auch der Zahnarzt letztendlich für Schwierigkeiten mit sich bringt durch seine tägliche Haltung, durch die Dinge, die er jeden ganzen Tag macht. Und da war er halt ein Paradebeispiel, was können wir daran verbessern? Und so kam letztendlich auch die Idee zu starten, dann dieses Seminar zu machen, um halt zu gucken, okay, wie kann man denn auch vielleicht jedem Zahnarzt Möglichkeiten mit an die Hand geben, das zu verbessern, was ihn jeden Tag begleitet, also Haltung in seinem Behandlungsstuhl. Wir freuen uns darauf, euch ein paar Tipps an die Hand zu geben, um euren Alltag besser gestalten zu können. Ich bin Daniel. Ich habe 5 Jahre in England Chiropraktik studiert, ist ja leider in Deutschland halt kein offizieller Studiengang und habe den jetzt letztes Jahr im Dezember noch mal ein Heilpraktiker gemacht, um offiziell natürlich arbeiten zu dürfen und natürlich halt durch mein Studium extrem interessiert am gesamten Körper, nicht nur das muskuläre System, sondern halt das Nervensystem selbst, aber halt auch alles, was damit zu tun hat, also Ernährung, Bewegung, wie ich in meiner Umgebung stehe und ich glaube, eines der Hauptsachen, warum ich eigentlich beim Dumme war, dass ich in England, ich habe in so einem verschimmelten Haus gewohnt und bin dann extrem krank geworden und habe dann quasi versucht, alles zu machen, was halt geht. Und da landet man halt natürlich auch beim guten Zahnarzt dann und bekommt da die Behandlung. Mittlerweile, ja, geht es mir super, aber ich habe halt extrem viel dadurch gelernt und das ist halt toll, dass man halt dieses Wissen halt auch mit euch dann teilen kann. Hat Haltung Auswirkungen auf Hormone? Ja, eindeutig.
Die wohl am meisten untersuchte Pose dazu ist die Winning Pose, das heißt die V-Form. Die Pose wurde so sehr untersucht, vor allem von Jessica Tracy, dass nachgewiesen ist, dass Körpersprache Auswirkungen auf Emotionen hat, Auswirkungen hat auf Hormone und das Ganze auch andersrum. Das heißt, blinde Leute, die noch nie im Leben irgendwas gesehen haben, aber ein Erfolgsgefühl haben, irgendwas gewinnen, machen das. Jetzt kommt die Demo. Ja, richtig geil, wir zeigen mal, wie man falsch sitzt eigentlich am Stuhl. Oder ich. Das ist ja schon im Endeffekt, haben wir schon auf Ergonomie geachtet. Der Stuhl hier von XO, der hat mein Vater schon ewig, ich hab den ja gehasst. Aber ich war immer in verschiedenen Praxen und war eigentlich Sirona und so gewöhnt. Weil keiner hat diesen Stuhl. Und ich habe aber an dem Stuhl gearbeitet wie am Sirona-Stuhl. Das heißt, mein Rücken war die Hölle, ich habe so dann behandelt. Bis ich mal hier eine Ergonomie-Einführung bekommen habe, und dann habe ich gesagt, ja geil, die Stühle will ich auch haben. Weil die funktionieren. Die sind, außerdem ist der saumäßig bequem, oder? Ja. Das ist halt dieses Temporzeug, oder? Ich bin keinesfalls von XO gesponsert, ich bin genauso Kunde wie ihr. Ich mache nie irgendwelche Sponsorings mit irgendwelchen Firmen. Vorne sind schon mal wieder klein. Geil, Mann. So steht er da, der X-Men-Zahn aus der Zukunft. Schmeckt's? Mhm. Powerballs. Bananenbrot. Und alles ist natürlich immer glutenfrei, gummifrei, zuckerfrei, so wenig Allergene wie möglich. Das muss dann schon passen, oder? So ist es. Ja, das funktioniert halt auch. Richtig. Und schmeckt geil. Was geht, Chevy? Wir teilen jetzt ein in Gruppen. Weißt du, dass jeder das Assessment prüfen lassen kann und die Mobility-Routine ein bisschen vorbereiten können. Bock sehen, gerade die Sie? Alles klar? Yes. Jetzt hab ich gemessen. Wir machen die Biosignatur jetzt für euch alle. Ich messe nochmal erklärt. Vielleicht habe ich auch noch was zu sagen. 100%? Wir machen das Teamwork. The next day. So, guten Morgen. 10 Uhr geht's weiter. Heute ist der Plan, dass wir die Mobility-Routine trainieren und dann gibt's Essen von der Juicery, Mittagessen. Ich mache die ganzen Insights zum Thema Feintuning, Ernährungsdesign etc. Wir haben gestern festgestellt, anhand der Biosignaturmessung und unseren Assessments, dass die Teilnehmer eher so ein bisschen Schwierigkeiten haben im Bereich Cortisol-Insulin-Management und halt generell einfach zu wenig essen, viel zu wenig Aminosäuren. Also Aminosäuredefizit, keine Enzyme, keine Entgiftung. Da müssen wir dann arbeiten. Gucken wir mal, wo die Jungs sind. Es geht, Jungs! Das ist das Geilste, Mann. Hammer Laserschwert, Mann. One-Stütze. Aber das ist mega. Mach nochmal, klapp's nochmal ein und mach mal diesen Sound. Das ist so geil, wenn wir das als Kind gehabt hätten. Aber jetzt ist es immer noch cool. Das ist einfach mega. So, heute ist Tag 2 vom funktionellen Anatomie-Seminar mit MTM-Gym, Malte, Max und DC Senker und mir natürlich, Dr. Dommel. Heute fangen wir an mit der Mobility-Routine, die quasi als Zahnärzt jeden Tag oder jedermann jeden Tag machen kann, um einfach die ganzen Faszien so zu stretchen. Denkt immer an die Katze, die morgens aufwacht und immer als erstes Mal den hier macht. Das heißt, damit fangen wir jetzt an, deswegen sind wir alle im Sportoutfit. Und als besonderen Bonus haben wir uns überlegt, dass wir am Ende vom Tag noch zusammen in die Juicery gehen, weil wir uns alle gefragt haben, was man jetzt so ernährt, sich, ja, was man alles essen kann und so weiter. Und dann können wir das da ein bisschen zeigen, hingehen. Jetzt geht's los. Der Heike ist schon wieder am Knechten hier. Was geht? Oh! Bruce Banner, aka der Hulk, reißt einfach einen Fuß ab. So, jetzt ist Mobility Time. BJJ, normale, mega Design, Juicery Store, Summer Bowl. Also genau, ihr kennt ja das Food Design. An sich ist der Kurs ja so gedacht, dass ihr alle beim Ernährungsdesign Seminar wart. Sprich, ihr habt einfach so viele Grundlagen wie nur irgendwie möglich.
Und ja, jetzt können wir aufbauen und nochmal individualisieren. Aber ihr sollt eigentlich in der Lage sein, anhand des Wissens, das ich hier vermittle, und den Tipps, das erstmal für euch zu bauen, aber dann dabei so viel wie möglich zu lernen, dass ihr eben in Minuten eigentlich das auch für den Patienten strukturieren könnt. Seht ihr ja so aus oder ihr anders, ja, dann spielt ihr mit den Kohlenhydraten rum, Life Changer. Es geht darum, ja, Insulinresistenz, Diabetes, Metabolisches-Syndrom. Jeder, der hier als Mann über 10% Körperfett hatte in der Messung gestern, ich hatte euch allen die Zahlen genannt, oder als Frau über 20, solltet ihr darauf achten. Und das managen wir und dann wird automatisch die Entgiftung besser, weil natürlich der Darm besser funktioniert, die Ausscheidung besser funktioniert. Und nachher läuft das alles mal rund. Food Design in der Pause, Protein, gesunde Fette und Gemüse, Performance. Der Dr. Eberhard. Das ist jetzt Running, Running Gag ist eigentlich, dass wir den nicht mehr Harald nennen, sondern nur noch ja, Eberhard. Das verbitte ich mir bitte, ja. Das wird der Papa auch sagen. Das verbitte ich mir. So, jetzt ist kurz Mittagspause. Wir haben uns was aus dem Classic Food Design bestellt. Dadurch jetzt, ich will jetzt natürlich keinen hier mit Schnitzelkoma haben, weil ich noch was zu erzählen habe. Hier wird kein nennenswertes Insulin produziert. Das ist Protein ist in dem Fall ein Hühnchen, Gemüse viel und ein bisschen gesunde Fette, je nachdem was für ein Öl drauf ist. Also genau das Richtige für die Mittagspause. Aber generell gilt immer vorbereitet sein. Immer zwischendurch ein bisschen reparieren. Jan, wie fühlst du dich? Besser. Ist schon mal bearbeitet. Hallihallo. Wir sind jetzt hier gerade Backstage bei Dr. Dommes Seminar. Das Seminar für Functional Anatomy. Und jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was bei den ganzen Zahnärzten da draußen so los ist. Was sagst du zum Moment? Ja, internal rotation. Den Boden bitte. So, im Hintergrund sind jetzt Max, Malte und Daniel dran und erklären die Extended Mobility Routine, quasi ein richtiges Workout, 25 Minuten lang, was zu aktivieren, flexibel zu machen, mobil zu machen, aber dann auch Power reinzubringen. Der obere Arm greift gleichzeitig den hinteren Fuß vom unteren Bein. Das ist die Brezel. Das ist die sogenannte Brezel, genau. Was sie jetzt macht, sieht aus nach einem Rollerunfall. Stabile Seitenlage. Stabile Seitenlage. Den Haaren hat es reingebrezelt, würde ich sagen. Ja, sieht geil aus. Die Brezel ist für die Brustwirbelsäulenmobilisation. Dr. Domme beim Unterschreiben der Zertifikate. Das ist hier Backoffice, während die anderen hier gerade alle trainieren. Und da schreibe ich nämlich schon mal die ganzen Kurszertifikate. Lass mal sehen. Die richtig nice aussehen. Und jetzt wird das hier unterschrieben. Perfekt. Dr. Dommel heute als die Cat. Also erst so. Genau. Und dann hochkommen. Jetzt ist er die Camel. Ich guck mal seitlich, ob er die Camel gut kann. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Und jetzt Cat. Genau, Blick geht nach unten, wenn ihr den Rücken nach oben streckt. Keine Verletzung mehr jetzt. Also, das ist jetzt letztendlich die Routine, die Extended Routine, die ihr durchaus auch jeden Tag machen könntet. Ausgelegt ist sie eher so auf 2 bis 4 Mal die Woche. Das reicht vollkommen aus, wenn ihr das macht. Quick Mobility Routine jeden Tag. A little longer than a few minutes later. So, jetzt sind wir in der Juicery angekommen. Hier stehen alle so mit einer kleinen Ladenführung und ein bisschen Rezepte erklären, dass die auch alle Bescheid wissen. Ich habe mir gerade noch ein Inner Beauty mit BioPro gemixt. Jetzt sind wir alle in der Juicery, um nochmal einen geilen Abschluss vom Seminar zu machen. Hier ein bisschen Food is Medicine Style, nachdem wir heute alles erklärt haben zum Thema Ernährung, Individualisierung, die Health Performance Matrix, Cortisol, Stressmanagement, Proteine wurden besonders betont. Hier ist auch jetzt Protein drin, quasi BioPro. Dann Healing the Gut Protocol, Hormone, Entgiftung Leberphase 1, 2. Das müssen wir den ganzen Tag ein bisschen ausklingen lassen. Malte Prime ist am Video. Chill.
spielen jetzt hier in der Casa Domme, Casa Nischwitz. Und ja, mit den Jungs, das Seminar war auf jeden Fall genial. Feedback war auch brutal, oder? Alle waren happy. Alle waren happy. Das haben wir gerade beim Hakan bestellt. Es gab Lamm. Für mich, ich bin gerade Lammhaxen-Fan. Oder Sultans Liebling, was auch Lamm ist. Wir haben eigentlich alle Lamm gegessen, ein bisschen Hühnchen, Reis dazu, ein bisschen Gemüse. Jetzt chillen wir noch. Ja, over and out. Over and out. Vielleicht würde er mal Trainer, wie lange kann man sagen? Sag mal over and out. Scheiße, over and out, das ist jetzt 32. Over and out. Over and out. Over and out. Perfekt. Peace.